Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu SimCity. Es geht weiter in meiner brennenden Stadt, die gerade vom Erdbeben niedergerissen wurde hier, mehr oder weniger. Die ganze Stadt verbrennt zu Schutt und Asche. Okay. Ja. Aber durch meine geniale Ölversorgung hier mal jetzt ordentlich gewinnen, 20.000... Die Häuser stürzen hier ein wie sonst was. Ja, das heißt, wenn du Wasser brauchst, hol dir von mir. Okay. Ich habe nämlich 533 Kiloliter Überschuss. Das also bei mir steht, dass du 1,1 Kiloliter hast. Ja, ich habe mittlerweile schon 533 Kiloliter Überschuss, weil ich habe mir eine Pumpstation gebaut und direkt 5 Pumpen rangeklatscht. Achso. Ja, man gönnt sich ja sonst nichts, ja. Ne? Räuber überqueren die Grenze von Leverkusen. Jetzt versorgt Jens die Leute hier mit Verbrechern. Ja. Zwei regionale Verbrecher habe ich schon. Jetzt. Ich habe zwei lokale Verbrecher. Jetzt ist die unsichtbare Brücke, die ich hier hatte, auch weg. Aber ich hab's auf Aufnahme und ich habe auch einen Screenshot von gemacht. Tja, kannst was sehen, du. Wasserversorgung durch Koch des Todes in Leverkusen. Ja, das ist doch mal eine Das ist mal eine gute Nachricht, ne? Nur noch ein Haus brennt, ja? Nur noch ein Haus brennt. Ich hab gar keinen geschickt. Braucht man jetzt im Prinzip auch nicht mehr, weil ich den Brand gelöscht habe, komplett. Wie auch immer, 752 von 953 Müll einmal will mir geleert sein können, wenn ich keine Müllabfuhr habe. Durch ist doch Leute, gut. Die freiwillig helfen vielleicht? Ja, was halt von Marcel wieder. Also meine Stadt schafft. Ich sollte auch irgendwo Legierungs- und Plastiklager bauen. Weil sonst werden die irgendwie nicht so ganz abgeholt. Fiel mir gerade mal so ein, in welche Region werden wir dann eigentlich als nächstes gehen? Das dauert. Ich will gerade mal nur wissen. Wir müssen erstmal hier das Städtchen hier aufbauen. Oh. Irgendwo. Ja, keine Ahnung, mal schauen. Hm? Soll ich jetzt echt da noch den Hafen? Hafen wäre auch mal eine Maßnahme, die ich ergreifen könnte. Ohne Spaß, der Smog. Ja, der Smog, der breitet sich so weit aus mittlerweile hier. Ich? Nee, das ist meine Hand. Hast du bei dir ein Hochhaus hingebaut, oder? Also ich hatte jetzt eine Rohölzentrale. Ja, deine Ölplantage da so schön mittig drinnen, dann so ein paar mehrere Lager. Marcel mit seinen schönen Hochhäusern. Ich hab nur Arbeiterklasse hier. Ich hab Hochhäuser. Ja. Na dann. Nein, theoretisch könnte ich mir auch ein Ölkraftwerk hier gönnen. 3, 4, 5. Da sind ja bloß 864 Barrel Öl pro Tag. Ja. Ja, wenn du es dir leisten kannst. Oh, ich hab minus 20, Kaufe ich nicht bei mir. Ich kaufe bei euch beiden, aber irgendwie kaufe ich nicht alles davon, was geht. Was kaufst du bei uns beiden? Strom. So, Spiel mit dem Feuer, mache ich. Ich verkaufe an dich 2,9 nur. 9,2. 2,9. 9,2. 2,9. Örtlichkeiten, Möglichkeiten vor Ort locken, Ladenbesucher aus Leverkusen. Okay. Ich bin in 29 Stunden pleite. 22 Stunden pleite. Um das? Wo ich ein Minus von 900 habe und aktuell nur 26.000. Nicht schön. In 24 Stunden pleite. Mal schauen, wie sich das jetzt noch mit dem Rohöl hier entwickelt, ob die das überhaupt abgekarrt kriegen. Ja, mein Gott, dann baue ich den hier halt ein Kraftwerk hin. Wind oder Sonne? Sonne. Ein so ein Dingsbums da sollte erreichen.
Dann hier nochmal Leichtmetall. Plastik kann ich ja dann auch irgendwann mal mit dem Öl herstellen. Ich finde ja auch gut, dass man bei dem Umschlagplatz das Öl, den Ölstand sieht. 13 Stunden Pleite. So, Fenster in meiner Stadt Trümmer entstehen. Okay, dann reiße ich erstmal alle verlassenen Gebäude ab. Wir brauchen mehr Arbeiter. Stromversorgung durch Koch des Todes in Leverkusen. Jo. Alter, wollen die mich verarschen? Da ist ein Stau jetzt, so? Brauerei Best. Der Beste. Die brauchen aber Strom. Da baut man schon überall nur scheiß Hauptstraßen. Und was haben die Besseres zu tun, die Autofahrer, als sie zu verstopfen? Gar nichts. Klick, 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 klick. Leute, wenn ich die Straße Hilfe abreiße, dann reiße ich den Bahnhof mit ab. Ja. Warum? Das so. Ohne Spaß, die löschen schon seit keine Ahnung was für einer Zeit ein und dasselbe Gebäude und die kriegen es einfach nicht aus. Chemiebrände, schon was davon gehört? Nein, das ist ein Gewerbegebiet, was gerade brennt hier, ein Gewerbehaus. Also, Wohnungen habe ich langsam wirklich tief genug, ey. Wirklich? Was mach ich? Hä? Wirklich? Ja, so, jetzt baue ich hier oben noch das Luxusviertel auf. Luxusviertel. So, auch Spiel mit dem Feuer habe ich geschafft wieder mal, eigentlich, glaube ich. Jetzt war ich bloß noch ein bisschen nachgekommen. Hatte Region da, ja, hatte. Hatte, ne? Hatte. Was haben die denn hier? Rohölanlagen geschlossen. Ja, die brauchen Strom. Das habe ich auch schon mal gelernt, dass sie Strom brauchen. Räuber überqueren Grenze von Leverkusen. Guten Tag. Egal. Irgendwie müssen die, irgendwo müssen ja die Verbrecher aus Bonn hin, ne? Ja, ja. Die geht von Bonn nach Leverkusen, von Leverkusen nach euch. Verschließt die Hafen. Ich hab nicht mal einen Hafen. Wasserversorgung durch Koch des Todes. Ah, das sieht ihr mal, ne? Ich mal wieder hier, ne? Du. Ganz allein du. Ja, aha. Ganze Busladungen einheimischer Sims fahren zum Unterricht nach Leverkusen. Ist doch gut. Oh. Ich weiß auch manchmal nicht, ob die Nachrichten positiv oder negativ sein sollen. Ach, keine Ahnung. Mir auch egal. Doch, gönn ich mir jetzt mal eine Polizeiwache, ne? Mach das. Nö. Jetzt wird dem Verbrech... Ich hab selber nicht mal eine Polizeiwache. Jetzt erkläre ich den Verbrechern den Krieg. Doch, und das mit keine Ahnung wie viel Polizeiautos. Jetzt gibt's noch Gefängnisse hier, weil man sich ja sonst nichts gönnt. Hauptverkehrshängebrücke, hohe Dichte, was soll die denn bitte bringen? Einfach nur, dass ich eine Hängebrücke habe, oder was? Sieht los, dann aus. Alle schön brav zum Unterricht. Los. Oh ja, das ist natürlich unbedingt nötig. Das gönne ich mir hier jetzt auch. Was kannst du? So eine richtig fette Hängebrücke. Eigentlich total scheiße aussieht. Ja, so schön. So, auch 10 Polizeiwagen habe ich jetzt, dürften reichen.
plus 100 mal wieder. Geht doch. Sag mal, nach Zeltstadt hier gucken. Ja, das ist doch mal schön hier. 1288 Bestellungen gehen zu dir, Marcel. 1288 Bestellungen, was für Bestellungen? Lieferungen. Aha. Industrie. Okay, warum auch immer? Und zu Adrian geht 234. Wo kannst du das überhaupt sehen? Regionsansicht. Lieferungen. Ach da. 190 Leute gehen zu Adrian shoppen. Wo? Regionsansicht und dann arbeiten, ne? Wieso auch immer eine Schulbusverbindung zwischen Bonn und Köln zu meiner Stadt besteht? Also, zu meiner Stadt bestehen so viele Schulbusverbindungen. Von Köln, von Bonn und von Leverkusen. Ja, von dir auch. Aber ich frage mich trotzdem, wir haben eigentlich da nicht mal eine Straßenverbindung zwischen unseren Städten. Ist egal. Ja, Strom verkaufe ich mal wieder an Marcel nur. Nein, mein Klassenzimmer ist beim Erdbeben kaputt gegangen. Ja, ich verkaufe 50,2 Liter Wasser an Marcel. Jetzt kommt ja wieder der Statistiker raus, ne? Ja, 31,5 MW an dich. Strom hier, ne? Ich zieh mal die Feuerwehr wieder von dir ab. Moment, Jens, du hast keine Polizei, hast du gesagt? Ja. Dann schicke ich dir mal ein bisschen, ne? Ich hab 10 Streifenwagen. Ja, ich schicke dir trotzdem mal 3 oder 5. Ah, okay, gut, schicke ich dir auch mal 2. 3 oder 5. So, ich schicke jeden von euch 2 Streifenwagen. Ich hab dir 5 geschickt. Weg damit. Scheiß Wohngebiet hier. Kommt Industrie hin. Das ist ja immer noch Wohngebiet. Hallo? Das Wohngebiet geht nicht mehr weg. Okay. Jetzt müsst ihr bloß auch die ganzen Sachen für das Großprojekt bauen, ne? Das ist schon klar, ne? Die ganzen Materialien und so, ne? Was ist denn jetzt genehmigt überhaupt schon? Nö, ich habe das Geld ja noch nicht bekommen, deswegen. Was braucht man dafür? Legierungen, Metall und Kisten mit TV-Geräten. Alles, was man nur also aus Metall macht. Um Metall kann ich mich ja in einer anderen Stadt kümmern. Für TV-Geräte braucht man Plastik, Legierungen und Prozessoren. Hä? Ich kümmere mich nur um die Arbeiter, die eure Städte versorgen. Aha. Dafür ist doch die Arkologie zuständig. Hä? Dafür ist doch die Arkologie zuständig. Ja, bis die Arkologie fertig ist. Mhm. Rathaus-Upgrade verfügbar, na dann. Gönnen wir mal, ne? Gönnen wir. Also ich freue mich ja schon auf das Raumfahrtzentrum. Wie sind das? Das ist bestimmt cool aus, da kann man bestimmt Raketenstarts anglotzen. Und wenn nicht, dann verklage ich die SimCity-Leute. So, beanspruchen. Wegen dem Nicht-Erfüllen meiner Hoffnungen und Träume. Oh. Oh Gott, was ist das denn für eine Stadt? Hügelstadt. Ach was, kaum. Kaum. Und die Kohle, die liegt ganz oben auf dem Berg. Ist ja richtig so. Nicht mal ansatzweise. Also Plastik kann ich mich nebenbei noch kümmern. Eisen, Kohle, ja, Kohle so mehr oder weniger. Okay, wie man hier bauen soll, ist echt fragwürdig. So kann man bauen, muss man aber nicht. Es sterben einfach viele Menschen. 0 Tote pro Tag. Ja, ja, es sterben ganz viele, Jens. Ja, ich erweitere meine Klinik ja schon. Sehr gut. Ah, es gibt heute noch extra einen Krankenwagen zur Feier des Tages.
muss ich wieder die Straßen irgendwie vernünftig hinbekommen. Willst du bestimmt meine Straßen richtig hinbekommen? Willst du bitte schon mal den Straßen richtig hinbekommen? Naja, halt vernünftig bauen, ne? So, ich gehe jetzt mal schnell nach Bonn schauen, ob da Money Money langsam mal da ist. Money Money, it's so funny, in Richmond's world. Achso, ihr wollt mir ein Schiffchen gönnen hier. Ja, ich kann mir ja noch nicht mal angucken, wie groß das Erzbergwerk ungefähr ist. So groß wie das Kohlebergwerk. Ja, toll, das kann ich mir auch nicht angucken. Hast du Genehmigung dazu oder nicht? Nee. Wie denn auch? Hast du überhaupt Erz und Kohle bei dir? Ja. Sicher? Ja, ich habe gerade die ganze Zeit die Kohle, die Erzkarte offen, damit ich die Straßen an die an das Erz anpassen kann. Na, ich besorge mir keine große Feuerwache, um der Region zu zeigen, so wo es dann umgeht. 2,5 Hochhäuser ungefähr. 7,5 Felder in der Breite. 7,5 und 6 ungefähr, schätze ich mal. So what? Weißt du, was ich meine? Nee, gerade ehrlich gesagt nicht. Machst du fesch. Auf nach Flensburg. 0 Einheiten Luftverschmutzung pro Stunde produziert. Und das weltweit. Wenn das tatsächlich weltweit so wäre, wäre das doch toll. Wären alle froh. Was? Keine Luftverschmutzung? Oh nein, mein Wasser fängt an zu verschmutzen. Durch die Ölbohrer und so. Schmutz, 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 Schmutz. Ja, ich habe hier meine Kläranlage und meine Pumpstation. User in your channel, timed out. Und wer ist da weg? Marcel ist ausgeteilt. Tja, dann würde ich sagen, kurze Unterbrechung und wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Marcel ja. Ist auch wieder da. Ja, so schnell kann es gehen, ne? Marcel immer mit seiner Grafikkarte hier. Ehrlich. Ich sag nur, kauft euch keine kaputten Grafikkarten. Ist das nicht selbstverständlich? Ja, glaubst du, ich hab mir da eine kaputte gekauft? Ja, hast du. Ja, natürlich. Bloß nicht freiwillig, würde ich mal sagen, ne? Nee. Ah, du hast sie dir gekauft. Zarathustra ist auf eine Tour vorbeigekommen. Oho. Wie gewagt von ihm. Gewagt, ne? Bürgermeister gewagt. Von Burghausen. Burghausen? Ja. Seine obere Stadt. Also das verstehe ich jetzt gerade mal nicht, ne? Nee. Beim Großprojekt sind ja angeblich schon Legierungen voll, ne? Ja. Trotzdem schippen die noch weiter Legierungen dahin. Okay. Na dann. Ach so, ich bin bei mir selber zu Besuch, ja, das ist ja gut. Bürgermeister der Nachbarschaft zu Besuch. Ja, ich bin ja auch nicht der Bürgermeister aus der Nachbarschaft. Nein. Das ist ein Klon von dir. Okay. Ein schlechter Klon, aber. Der keine gute Wirtschaftung treiben kann. Der Böse. Ja, nicht. Nee. Nee, so geht das nicht.
geht das auch ganz und gar nicht. Ich will mehr Öl. Bin immer noch im Überlegen, ob ich überhaupt eine Uni bei mir brauche. Ich hab noch nicht mal ein Haus hier, eine Schule. Ach nee, ich brauch eine Uni später, nein. Warum brauchst du eine Uni? AK. Ah. Das ist eine Waffe. Hast du schon ein AKW oder was? Nö. Nicht mal das Geld dafür, ich hab noch ein Minus-Income. Außerdem warte ich immer noch auf die Million von Adrian, die immer noch nicht angekommen ist. Ab nach Kölle. Nein, danke, ich will keine Verbrechen bekämpfen. Warum nicht? Bekämpfe ich schon gut genug. Alter, geh da weg, du olle F. Du olle F? Ja, ich hasse diese Kackberatung. Niemand, der meint, ich muss dir jetzt irgendwelche Tipps geben, die dich zwar gar nicht interessieren, weil du sie schon kennst, aber ich gebe sie dir trotzdem, diese scheiß Tipps. Ja, so muss das sein. Die wird verprügelt. Geohrfeigt bis zum Tode. Simoleons als Geschenk an Zarathustra und Burghaus verschickt. Ja, dann... Ja, dann upgrade ich jetzt erstmal meine Straßen. Dann kann ich ja theoretisch rübergehen. Dauert bloß 3 Jahre, bis die Dinger da sind. Und angeblich habe ich in einer anderen Stadt 0 Simoleons. Obwohl ich 4000 habe. Ja, aber jetzt kommen wieder die ganzen Brandstifter hier rüber, ehrlich. Ach, deine Brandstifter kommen zurück, oder? Nee, ich bin gerade in Köln. Ach so. Deine Brandstifter, Adrian, deine. Rache ist Blutwurst. Blutwurst gibt's auch woanders. Hauptverkehrsbrücke? Warum ist da eine Brücke? Hauptverkehrsbrücke mit hoher Dichte? Alles zurück upgraden. Ja, richtig, ich wollte einen Kredit aufnehmen. Wolltest du das? Nee, brauche ich doch nicht. Ich habe gerade das Geld bekommen. Ja, toll. Der kriegt es natürlich sofort, ey. Die anderen Städte sind wohl einfach zu voll. Ja, merke ich. Weisen Sie 0 weitere Wohngebiete aus. Mache ich doch mit Vergnügen. Aber Adrian, dass dein Geld immer noch nicht in Bonn angekommen ist, obwohl ich das schon fast zwei Monate war. Wenn man es so sieht. Okay. Ding dong! Ah, hat's bei dir wieder lustig geklingelt? Nee. Diesmal nicht. Eigentlich nur im Wohngebiet. Ach, das ist schön. Ja, mangel an Arbeit, vergiss das. Keine Lust. Ist ja überall Erz. Wie soll ich denn hier vernünftig Straßen bauen? Erst eine Erzmine bauen, dann die Straßen bauen. Mir geht das schlecht, stimmt. Halt die Straßen. Ja, das geht schlecht. Das war eine sehr gute Idee. Erzgebiet. Oder Moment, Erz. Ach so, ja, Strom- und Wasserversorgung bräuchte ich noch, dann geht das auch. Oh Gott, diese Region ist sowas von wasserleer. Wie gesagt, da kannst du von mir kaufen. Braucht Marcel auch, wenn er Kohle und Erz fördert und dann noch dann verarbeitet. Oh ja. Wieso habe ich auf einmal Income wieder von 6000? Was ist damit los? Ach, ich habe die Steine ja angehoben. Ich wäre nett gewesen heute. Ich weiß nicht, dass die Steine wieder zu hoch sind. Oh ja. Petition zum Bau genehmigt. Ja, könnte ich jetzt auch mal hier Erzbergwerk? Dankeschön.
Ah, dran, ich will dein Geld haben. Ich weiß. WTF, was ist denn da gerade passiert? Von 215.000 runtergegangen auf 206.000. Ah, cool. Und immer noch 1058 Verbrecher, ne? 1058, okay. Eigentlich müsste langsam aber sicher mal wieder zurückgehen, weil ich habe ja auch Polizei wieder und so. Festnahmen pro Tag, ey. Ehrlich, ey. Also welche Bahn so eine scharfen Kurven hier fahren kann, wie ich hier gerade sehe, das möchte ich zu gerne wissen. Ich bin nämlich der Meinung, da würden die eiskalt umkippen. Ach was? Niemals. Was schnackst du? Besonders dieses Straßenbahnnetz hier sieht so genial aus. Wenn man so eine, an so einer Kreuzung da alles mit Straßenbahn hat, sieht so verrückt aus. Ich glaube, ich kann mein Rathaus upgraden, ja. Was willst du mit deinem Rathaus? Ein Rathaus ist scheiße. Ich hab's geupgradet. Nein, darfst du nicht. Es ist jetzt Level 3. Nix aus. Hä? Was? Hansenburg? Hansenburg? Hannesburg. Ja, mach einen Abschluss bei. Hannesburg, mach einen Abschluss bei mir. Gut, hab immer noch keine Schule. Mach Marcel wieder auf Besuch. Aber welcher Marcel? Allein schon welcher Marcel? So viele Doubles laufen jetzt auch nicht von mir rum. Burghausen. Miau, miau. Die Müllhalde in Hasenburg nimmt Leverkusen einen Teil des Mülls ab. Das ist doch nicht Hasenburg. Genau, Hasenburg. Jetzt nenne ich den Scheiß wieder um. Schönes, braves Hasenburg. So, jetzt heißt es Entenhausen. Oh ja, meine Stadtplanung hier sieht echt super aus. Ich habe auch noch gar nicht auf den Wind geguckt. Der weht natürlich optimal von Süden nach Norden. Einkaufsmöglichkeiten in Hasenburg. Also eigentlich das total behindert. Das Geschäft läuft gut. Wir mögen die neuen Gebäude in der Stadt. Juhu! Das Geschäft läuft gut. Das Geschäft läuft gut. Na Marcel, krieg das auch mal hin hier. Dass das Geschäft gut läuft, ist kein Problem. Aber keine negativen. Keine negativen. Alter, was? Keine negativen. Also Jens, nee. Weil jetzt, ach so, keine Simoleons, daran liegt's. Erster Kredit. Naja, keine Straßenbahnhaltestellen, heul nicht rum, du Alte. Erstmal ein paar Straßenbahnzüge hier überhaupt ranbauen.
Oh, sind keine Haltestelle, aber wir haben auch noch keine Züge. So, dann baue ich mal hier eine Uni hin. Ist gerade langweilig. So, die Bahn. Jetzt hier Straßenbahn. Moment. Ich brauche eine andere Ansicht dafür. Wie eine allgemeine Freundlichkeitswelle durch die Stadt schwappt. Nur weil ich noch nie gebaut habe. Oh. Wie man lockere 88.000 geschluckt hat, ey. Ja, ganz locker flockig, ne? Ja, easy going. Oh, verdammt, ich wollte jetzt mitten auf der Kreuzung da eine Straßenbahnhaltestelle bauen, aber ging nicht. Ich klatsche zum Flughafen in meine Stadt. Kannst du ja. Natürlich kann ich das. Sag ich doch, kannst So mitten ins Wohngebiet, Marcel, ne? Dass die so schön am Haus vorbeiziehen, du. Ja. Ist ja auch nicht bei mir, also, nein. Erinnerung, Herrenbach, ne? Ach ja. Ah, nee. Später vielleicht. So, jetzt habe ich hier Straßenbahn. Ah, die Züge fahren so unvorteilhaft, dass da voll jetzt ein Stau entsteht, ey. Siehst du mal. Trotz meiner Uni habe ich immer noch ein Einkommen von 4.000 die Stunde. Exakt 4.000 die Stunde. 374 Passagiere pro Tag, 35 Minuten warten. Wo? Bei meiner Straßenbahn. Bahnhof für deutsche Hochgeschwindigkeitszüge. Durchschnittliche Wartezeit 6 Minuten. Passagiere pro Tag 8.000. 800. Hilfe. Kannst du die Zahlen nicht mehr lesen. Würde auch sagen 8.000? Man kann Nee, nur danke. maximal Ist das drei zu viel? Straßenbahndepots bauen. Die kannst du aber nochmal ausbauen. Hast dann irgendwie über 40, 50 Okay. Bahnen durch die Gegend cruisen. Ich glaube, ich baue mir auch einen Flughafen hier hin. Man gönnt sich ja sonst nichts. Ah, ich Leute, auch die hat schon. sogar Platz. Ich könnte die sogar hier hinbauen. Hä? Ja, egal. Aber für eine Schmelzhütte braucht man auch Kohle. Ja. Da Bullshit. Was hattest du denn? Ja, was weiß ich denn? Dass sie sich die Kohle aus der Nase ziehen oder so? Importieren. Ja, Import hier, ne? Import. Ja, sieht ganz so aus. Oder ich baue Kohle ab. Aber trotzdem brauche ich erstmal ein Kohlelager. So. Na gut, aber beim nächsten Mal geht's weiter mit meiner Aufnahme. Also dann bis nächste Woche, ne? Tschüss. Ciao.